Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder. Ja, und ihr seht, unser Fohlen, wir haben in der Zwischenzeit es geschafft, dass es ja uns jetzt vertraut. So, und wenn das nämlich passiert ist, deswegen gibt es nochmal diese kurze Folge, geht die Quest weiter. Wir steigen mal auf, wir müssen auf jeden Fall zu Violet, wieder zurück nach Moorland. Und dann schauen wir mal, was das noch gibt. Das würde ich gerne mit euch noch machen. Die Frage ist, wie haben wir es erreicht, dass das Fohlen uns vertraut? Also ich habe es nicht an einem Tag geschafft, müsst ihr auch nicht. Ihr könnt das einfach so machen wie damals mit Südhof. Kommt einfach wieder, kümmert euch jeden Tag um das Fohlen und um die Mutter. Das scheint auch wichtig zu sein, dass sie halt ihren Wassereimer bekommt. Und irgendwann vertraut euch halt das Fohlen. Na, und dann ganz zu guter Letzt folgt es euch auch. Das sind ja 4 Stufen, die ihr da absolvieren müsst. Und dann geht die folgende Quest auf. Ich weiß auch noch nicht, wie es weitergeht. Ich bin sehr neugierig. Ich nehme euch aber gerne mit. Wie gesagt, wenn ihr das wissen wollt, guckt euch das jetzt einfach an. Ne? Ansonsten, wenn ihr es selber herausfinden wollt, wie gesagt, solche Videos sind grundsätzlich mit Spoilern natürlich. Ne? Bleibt ja nicht aus, ne? Sonst würde ich es nicht machen. Aber vielleicht wollen einige halt auch wissen, wie es da weitergeht, was man da machen muss, wo man dann hin muss. Ich zeig's euch, ich steig mal auf und los geht's. Wir sehen uns dann gleich. Und ihr seht, das Fohlen läuft uns hinterher. Mal schauen, ob es uns wirklich bis zum Schluss folgt. Mal gucken. So, ihr Lieben, wir sind bereits in Moorland und ihr seht, unser Fohlen ist weg. Nein, das wird irgendwann kehrt zurück zu seiner Mutter. Ist auch richtig so. Das kann ja nicht einfach abhauen. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Also ihr könnt direkt den Hänger nehmen, runterfahren nach Moorland und dann seht ihr hier auch schon das Ausrufezeichen, ne, von unserer Questgeberin. Da müssen wir hin. Die ersten stehen da auch schon. Wir reiten da jetzt auch einfach mal hin und gucken mal, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Auf jeden Fall bekommt man ja diese 500 Schillinge, ne, wurde ja gesagt. Ich nehme an, das wird jedes Mal so sein. Wir sehen es. So, ein freundliches Fohlen. Du hast dich also mit noch einem Fohlen angefreundet. Ja, haben wir gemacht. So. Das höre ich gern. Hier ist deine Belohnung, wie versprochen. Plus 50 Ruf haben wir bekommen und 500 Jorvik-Schillinge haben wir bekommen. Ne, da können wir jetzt irgendwas mit anfangen. So läuft das Ganze, ihr Lieben. Das war es eigentlich auch schon. Das wollte ich einfach noch hinten dran hängen. So, und jetzt, wie gesagt, ne, viel Spaß bei der Zähmung der Fohlen. Ihr wisst, wo sie sind. Ne, das seht ihr ja in dem ersten Video. Das hatte ich euch ja gezeigt. Falls ihr da Hilfe braucht, guckt da nochmal rein. Und ansonsten einen schönen Tag noch. Tschüss!